Während der Ausbildung zur Industriekauffrau durchläuft man die verschiedensten Abteilungen, wodurch es einfach nie langweilig wird und man Kenntnisse in vielen verschiedenen Bereichen aufbauen kann. Die Kommunikation ist ein großer Teil der Ausbildung, weswegen man auf jeden Fall gute Deutsch- und Englischkenntnisse mitbringen und auch generell einfach gerne mit Menschen zusammenarbeiten sollte. Der BSF-Fahrmechaniker übernimmt Überwachung, Steuerung, Wartung und Bedienung von Maschinen. Welche Rohstoffe weiterverarbeiten, aus denen letztendlich die Flasche entsteht, aus der du trinkst, oder hier in unserem Fall in der Conti die Teile, die man zum Bauen des Autos braucht. Es ist auch sehr spannend, weil es etliche Herstellungsverfahren gibt, die du kennenlernen wirst und man während der Ausbildung jeden Bereich des Werkes durchläuft. Während meiner Ausbildung lernen wir die Grundlagen der Elektrotechnik und der Installationstechnik. Die Installationstechnik beinhaltet zum Beispiel das Anschließen von Steckdosen, Lampen und so weiter. Außerdem ist die Automatisierungstechnik ein Großteil meiner Ausbildung. In der Automatisierungstechnik lernen wir den Aufbau von Maschinen, ihre Wartung, wie wir Störungen beheben und wie wir diese Maschinen erweitern. Zu Beginn meiner Ausbildung habe ich die Grundlagen der Metallbearbeitung erlernt. Danach bin ich mit den Gesellen mitgegangen und habe sie im Tagesgeschäft unterstützt. Mittlerweile arbeite ich selbstständig an meinen Aufträgen. Dabei werde ich natürlich unterstützt, wenn ich Hilfe brauche. Warum man sich bei Conti bewerben sollte? Ganz einfach. Durch die Tarifzugehörigkeit bieten wir eine gute Ausbildungsvergütung, 30 Tage Urlaub und generell gute Arbeitszeiten. Während der Ausbildung erhalten wir viel Wertschätzung und Vertrauen, wodurch das Arbeiten einfach Spaß macht. Und nach der Ausbildung haben wir gute Chancen, übernommen zu werden. Obwohl Conti ein internationales Unternehmen ist und man dadurch viele Möglichkeiten hat, herrscht in Dannenberg eine familiäre Stimmung. Hier fühlt man sich einfach wohl.